this one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timoya Till I Die in Lobby 1 mal wieder. Und ja, wir gucken so, was wir heute so reißen können. Die Sache ist halt, dass es übelst heiß ist. Ich kann das Wetter irgendwie gar nicht leiden, wenn es so warm ist immer. Das nervt mich ein bisschen. Deswegen ja, mal gucken, wie gut wir jetzt sein können. Also besonders jetzt manche Subkämpfe könnten anstrengend verlaufen. Da ich heute auch noch nur erst 2-3 Runden Sub gespielt habe. Ja, gucken wir mal. Ja, nice, haben wir ihn. Rasiert. Okay, dann gucken wir mal, was für Gegner wir haben. Ich weiß nicht, wer so alles online ist. Okay. Coole Kids. Ich hoffe auch, dass wirklich jetzt nicht, vielleicht nicht zu, oh lol, leck, nicht zu viel Sub kommt. Da ist überall Glas, da kann man das gar nicht so gut setzen, das Feuer. Ich wollte. Nice. Ah ja, ja gut, das bringt ja wohl gar nichts, das Feuer, wenn man einen Wassereimer hier hat. Und ja, was Tiller da ist, weiß wahrscheinlich jeder. Wir spielen einfach so lange, bis ich tot bin. Oh, alles klar. Und ja, das kann vielleicht 20 Minuten sein, vielleicht nur 5 Minuten, vielleicht sogar weniger, wer weiß. Aber mal gucken. Ja, was hat der drauf so? So ein Pottkampf, aber nur mit wenig Pots und ohne Speed. Okay Leute, ich werde diesen Kampf auf jeden Fall auch mit Speed gezeigt haben. Da ja mega langweilig ist, da der Typ so ein klein bisschen am Laggen ist. Oh, weil, keine Ahnung, man kann ihn gar nicht richtig comboen. Weil immer so ab und zu mal so ein klein wenig laggt, irgendwie richtig merkwürdigen Knockback deshalb bekommt. Keine Ahnung, er fliegt immer mega weit, manchmal nach hinten, manchmal auch ist er auf einmal an der Seite. Deswegen, keine Ahnung, man kann nichts irgendwie gegen ihn machen. Kann man eigentlich nur irgendwie versuchen, darauf zu blocken, dass ich ein bisschen mehr Leben habe. Deswegen, er leckt sich ganz nett so rum. Also er leckt nicht komplett, er hat vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 120er Ping oder so, vermute ich. So fühlt er sich auf jeden Fall an. Okay, da haben wir ihn auch bekommen. Ja, war mega der lange Kampf. Oh, das war schlimm, schlimm, schlimm. Okay, Subkampf. Okay, meine Refills werden mal wieder mega beschissen sein. Aber ja. Gucken wir mal. Ja, ich muss hier echt immer vernünftig einen Sub einspielen, dass ich dann auch vernünftige Refills habe. Weil wenn ich mich wirklich ein bisschen einspiele, dann geht's eigentlich vom Refillen her. Okay, ich konnte ihn gerade nicht hitten. Okay, hier in so einem engen Raum 1-8 Zug ist eigentlich nicht so geil. Er stirbt an Fallschaden und der hatte doch einen No-Risk-Skin, oder? Okay, der muss wohl noch ein klein wenig trainieren gehen. Und ja, guck ich mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schauen, ob ihr mehr Till I Die sehen wollt. Oder ob euch das Zeug nicht juckt, dass ihr lieber was anderes sehen wollt. Oh, so ist er tot. Wirklich der Kampf. Scheiß Kid.
Alter, wirklich so ein Kit, was so lange geht, ist wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Aber ja, oh, wirklich, jetzt schwitzt man sich hier schon ein zu Tode. Deswegen hoffe ich auch, also wahrscheinlich wird die Folge deswegen auch gar nicht lang gehen, weil ich viel früher einfach sterbe, weil ich nicht spielen kann, weil es viel zu warm ist. Aber ja, oh, meine schöne Lava ist noch hier. Mein Arm schwitzt auch schon die ganze Zeit. Was ist denn los mit dem? Aber ich hatte jetzt schon zwei Kämpfe, die so lange gingen. Alter, macht der Bogen Damage. Nice getroffen. Wir haben ihn auf jeden Fall sehr gut rasiert. Da noch zu sprechen, ganz dabei, ihn so anzustrengen. Ist echt anstrengend bei dem Wetter. Also wahrscheinlich werden jetzt so in Sommerzeiten viel weniger Videos kommen. Wenn ich mir das Wetter so angucke. Komm schon. Ah, lol, der Schuss trifft noch. Das leckt doch, glaube ich, ein bisschen entweder auf Timoya oder... Keine Ahnung. Aber eigentlich müsste er gleich das Zeitliche segnen. GG. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Ich muss ja zwei mega lange 5-Minuten-Kämpfe oder so rauscutten. Deswegen, vielleicht werde ich jetzt auch bald verlieren. Jetzt gegen Superente. Oh, wie gesagt, mit meinem Refillen kann das schon schlecht enden. Ich hoffe, dass ich ihn einfach auch gut kombon kann. Sollte eigentlich klappen, es sei denn, er hat irgendwie mega den Ping oder so, keine Ahnung. Oder haut mega die Techniken raus. Aber ja, gucken wir mal, dass wir ihn auch richtig gut rasieren können. Ich kann irgendwie auch immer, wenn ich so aufnehme und dabei spreche, nicht vernünftig klicken. Also, mein Klickspeed ist so beschissen immer dabei. Ja, ich kann halt echt nicht refillen, so wenn ich nicht vernünftig eingerefillt habe. Ah, lol. Super End ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube auch nicht wirklich gut, also... Der kommt mir auch so vor, als ob er noch... Ja, gut, manchmal wartet er echt gut, bis er sein gutes Movement raus hat, um mir First Hit zu geben. Oh nein. Nicht gut. Aber ja. Komm schon. Ja, jetzt Subkämpfe. Ich hoffe, dass danach halt nicht noch ein Subkampf kommt. Weil es ist so anstrengend, auch noch jetzt Sub zu spielen. Besonders, wenn es so heiß ist und... Ja, okay, sein Helm ist schon down. Okay, ich werde mal einfach recraften. Und ganz schön sonst, ich glaube, mein Helm hat noch haltbar ungefähr eine gute Haltbarkeit eigentlich. Müsste sein. Und ja, das war mein erster Aufnahmeversuch. Na gut, bei Tiller Day mache ich eh immer den ersten Aufnahmeversuch. Weil es ja auch irgendwie da ein bisschen Spannung hat, weil vielleicht sterbe ich schon nach 5 Minuten. Oder vielleicht auch nicht. Weiß man ja nie. Ja, ich hoffe aber auch, dass ich dann irgendwann auch auf einen guten Gegner treffe, der mich dann raushaut. Weil manchmal bin ich auf Timoya und sterbe einfach nicht. Aber... Naja, es gibt schon ein paar Leute in Lobby 1, die echt saugut sind. Aber ja. So, gucken wir mal, dass wir ihn gleich ins FNS setzen. Der Pfeil zieht ordentlich. Und ich treffe gerade nichts. Okay, da haben wir ihn. Ja. Einen Double-Hit gegeben. Er hat uns noch keinen Schwert-Hit gegeben. Und so soll es auch bleiben. Puh, ist echt wirklich nerviges Wetter. Aber vielleicht werde ich auch die Folge irgendwann abbrechen dann gleich. Wenn einfach, keine Ahnung, wenn es einfach keinen Kampf gibt, wo ich verliere. Damit das Ganze auch nicht zu lange geht. Aber ja, ich denke schon, dass ich noch einen guten Gegner finden werde. Und ja, ich glaube, der will screen. Was soll er machen? Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Mikro nicht so richtig stand. Ich hoffe, es hört sich irgendwie nicht mega bad an. Keine Ahnung. Oh, ist mir leider nicht aufgefallen. Wahrscheinlich ist der Sound jetzt... manchmal nicht so geil. Okay, nice ins FNS. Es gibt keine Pfeile. Ah, jetzt ihn hier rein zu rodden ist natürlich auch nicht so geil. Egal. Komm wieder raus. Ja, mein Mikro war ein bisschen abgerutscht gerade. Aber das sollte eigentlich wieder in Ordnung sein. Oh Junge, er greift mich an, während ich was anderes mache. Ja, setz mich ruhig ins Feuer, hier ist überall. Ja, jetzt ist er tot. Ja, Mann, GG. Weiter geht's. Gucken wir mal, ob wir jetzt auch noch einen wirklich mega guten Gegner finden werden. Oder nicht. Vielleicht noch einen schönen Zugkampf zum Abschluss gegen einen mega guten. Wäre natürlich auch was Schönes.
Fabi Playing. Oh Leute, der Bogen wird ordentlich Schaden machen. Leute, er leckt ein bisschen. Er gibt mir Triple Hit. Ich habe so das Gefühl, dass er ein bisschen bei mir geleckt hat eben. Oh ja, ich werde verlieren den Kampf. Liegt aber auch daran, dass ich gerade mit dem Bogen ein bisschen verkackt habe und das Schwert macht auch mega Schaden. Also das darf man nicht unterschätzen, Freunde. Wir sind in Sicherheit. Mal gucken, was er jetzt macht. Er will mit Bogen was interagieren jetzt hier mit mir. Ja, ich muss ein bisschen defensiv jetzt kurz echt spielen. Gucken, dass wir ihn vielleicht mit ein paar Pfeilen treffen. Ja. Nice, nice. Komm schon. Warum er auch... Oh, verdammt, ich bin runtergefallen. Aber ich denke, jetzt kann ich auch kämpfen. Solange er dann gleich nicht wieder leckt so ein bisschen. Der bewegt sich auch echt merkwürdig. Also der leckt halt echt ein bisschen Fabi-Playing. Wenn ich gegen den verliere, wäre schon peinlich. Okay, jetzt sehr. Nice im Himmel gleich. Ja, Ten Hardet sogar noch. GG. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, was ist das denn hier? Ja, alles klar. Ich muss erstmal das Kit angucken. Ich bekomme schon erstmal was ab. Ach, Junge. Okay, der Kampf wird auch mega lange dauern. Kann ich mir nur vorstellen jetzt. Komm. Okay, er hat Schwäche drin. Fall runter, Mann. Dann könnten wir es wenigstens schnell beenden. Komisch, dass er mich jetzt nicht mit Schwäche abwerfen will. Oh, ist, glaube ich, ein ziemlich schlechter Spieler. Also jedenfalls kein relativ guter. Habe ich so das Gefühl. Deswegen wird es vielleicht schon schneller enden. Aber wenn er jetzt mit Enderperlen weggeht, ist natürlich auch nicht so geil. Wo ist er hin? Junge, ach, da hinten ist er. Ja, okay. Gehen wir mal nach da hinten. Wir essen mal kurz was. Ach, er baut sich da hoch. Was soll die Scheiße? Was soll das denn? Wozu macht er das? Ach man, das regt so auf, wenn die Leute spielen wie die letzten Hundesöhne, ey. Nee, wirklich, was soll die Scheiße? Nee, er muss sich eigentlich nicht aufregen. Es ist ein... Ich habe keine Ahnung, was mit dem Typen los ist. Wozu die nicht so normal PvP spielen können? Er hat eh verloren jetzt hier. Ich muss mir hier nur was hinbauen hier hinten. Okay, jetzt ist Zeit zu sterben. Oh, wie viele Gaps hat man? Wo, wenn ich hier Lava einsetze? Alter, wie die Partikel danach noch rauskommen. GG, weiter geht's. Oh, ein Super. Auch hier ist es eklig zu supen bei so einem kleinen Gebiet. Wieder gegen Superente. Den lieben. Okay. So, mal gucken. Ja, genau. Schreibt er. Ja, gut, bei der Gegend kann man nicht gut. Ich konnte ihn gerade einfach nicht hitten. Bei der Gegend hier kann man auch nicht viel machen, muss man sagen. Da die irgendwie scheiße ist. Da die so klein ist, so eng. Also es kann gut sein, dass ich gegen ihn rausfliege jetzt. Na gut, ich denke nicht, dass ich jetzt verlieren werde, aber manchmal kann ich auch gar keine Hits geben. Aber hier kann man halt irgendwie nicht so richtig Taktiken machen, weil hier einfach überall Blöcke im Weg sind. Also wie willst du hier S-tappen? Wie willst du ein vernünftiges Movement hier bekommen? Keine Ahnung. Aber ja. Oh, hier leckt es ein bisschen, weil da gerade eine Arena aufgebaut wird.
Okay, dein Helm ist schon kaputt. Ist aber eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen Lederrüstung hat. Also das gefällt mir eigentlich. Dass die dann so ein bisschen kaputt geht auch, ist nicht schlecht. Okay, wie viele Hits habe ich ihm hintereinander gegeben jetzt? Das ist ja auch schon eine Menge gewesen. Ja, ich glaube, er muss ja noch seinen Namen noch ein bisschen so die Ehre machen. Das muss er noch ein bisschen üben. Ich weiß nicht, ob ich ihm einfach zu viele Hits gebe, dass er da mit dem Supen nicht hinterherkommt oder... Keine Ahnung, mit dem Supen kommt er noch hinterher. Mit dem Hitten nur nicht mehr. Also fürs Hitten reicht es nicht mehr, sagen wir es mal so. Komm schon, ich möchte doch danach wirklich einen guten Gegner haben. Ich weiß nicht, ob die alle nicht spielen, weil es ihnen zu heiß ist oder so. Aber ja, gestern waren bei uns irgendwie 37 Grad, glaube ich, oder so. Was halt auch nicht so geil war. Okay. So, da können wir theoretisch auch runtergehen und ihn jetzt zerstören, denke ich. Also, ja, er ist eh down dann. Okay, hier unten war ich, glaube ich, noch nie, also hier in dem Gang. Okay, hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht wegen der jetzt 8 ein paar Suppen nicht isst, sondern die voll droppt. Ah, okay, er ist schon tot. Ja, ich glaube, er kann auch noch nicht so gut suppen oder muss es noch ein bisschen üben, keine Ahnung. Ich muss gleich mal gucken, wie lang die Aufnahme geht. Dann warte mal, ich am besten jetzt mal. Alter, es geht schon viel zu lange. Okay, das wird dann der letzte Kampf sein. Heute haben wir wohl keinen Tod. Wenn ihr mal öfter Tiller Die sehen wollt, könnt ihr es ja schreiben. Wenn wir gleich mal fighten. Keine Ahnung, schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr öfter einen Tiller Die sehen wollt. Heute konnten wir nicht besiegt werden. Aber ja, wer weiß, wie es nächstes Mal ist. Das kann man ja vorher nie sagen. Man weiß ja nie, wer so on ist, gerade auf wen man trifft. Okay, das Wasser wollte ich gar nicht setzen, ehrlich gesagt. Ah, was macht ihr denn da? Schade, dass ich keinen schönen Wassereimer mehr habe. Keinen Lavaeimer oder so oder ein Feuerzeug. Also gar keine Secondaries. Ach man, jetzt. Egal, habe ich ihn weggenommen. Ist vielleicht auch ganz gut, aber vielleicht verlieren wir gegen ihn. Weil er ist auch nicht schlecht. Ich habe diese scheiß Eimer so behindert aufgeteilt. Und ja, meine Sets kann ich auch mal zeigen. Fragen sich manchmal auch immer wieder. Kann man es eigentlich auch selbst nachgucken, aber naja, auch vielleicht vergisst man ja auch manchmal oder keinen Bock drauf oder keine Ahnung. Jetzt habe ich seine Lava. Hallo, ich dachte, er ist hinter mir. Und ja, ich hoffe dann auch, dass der Kampf jetzt gleich vorbei ist, weil die Folge geht echt zu lang. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemand die angeschaut hat bis zum Ende. Also, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass... Ach, keine Ahnung. Und ja, Leute, dann haben wir damit auch gewonnen. Ohne Tod heute mal. Ist auch wirklich so heiß, jetzt noch länger aufzunehmen. Wäre natürlich übertrieben, finde ich. Und ja, dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ciao, ciao.